Schweinfurt finden wir das Museum Georg Schäfer zwischen Main und dem Marktplatz. Hallo und herzlich willkommen im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt. Ein großes Museum in einer mittelgroßen Stadt. Wie kommt es dazu? Diese Sammlung, die hier gezeigt wird, ist ursprünglich eine Privatsammlung gewesen, die heute in eine Stiftung übergegangen ist. Und aus dieser Stiftung speist sich eine der wichtigsten und größten und kostbarsten Sammlungen zur deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts. Auf über 3200 Quadratmetern vereint dieses Museum Werke von Caspar David Friedrich. Da haben wir über ein Dutzend zum Beispiel, über die Münchner Schule, die Sie jetzt im Hintergrund bei mir in diesem Raum sehen, über alle Schulen, über alle Malerinnen und Maler des 19. Jahrhunderts, die im deutschsprachigen Raum, also auch inklusive Österreich und der Schweiz, tätig waren. Das Museum eröffnet Perspektiven, die unverwechselbaren Charakteristika der Malerei des 19. Jahrhunderts zu entdecken. Mit der ständigen Sammlung und den Sonderausstellungen wird die Komplexität dieser Epoche auch in den Begleitprogrammen vorgestellt. In Qualität und Umfang steht die Sammlung Georg Schäfer in einer Reihe mit den Kollektionen deutscher Kunst in der Alten Nationalgalerie Berlin und der Neuen Pinakothek in München. Angelegt wurde die Sammlung ab den 1950er Jahren von dem Schweinfurter Großindustriellen und Sammler Dr. Ing. E.H. Georg Schäfer. Viele Kunstwerke wurden als Leihgaben bereits zu seinen Lebzeiten in bedeutenden Museen gezeigt. Abschließend will ich noch erwähnen, dass das Museum Georg Schäfer keine als solche bekannt gewordene Raubkunst ausstellt. Seit Ende 2017 wird jedoch mit Objekten und Texten auf diese überaus komplexe Thematik und den jeweiligen Forschungsstand aufmerksam gemacht. Hier genieße ich nicht nur die Kunst selbst, sondern stoße gefühlt ein Fenster auf, um mir den Wind der gesellschaftlichen Entwicklung bis heute um die Nase wehen zu lassen. Der Sammler hatte ein großes Konzept, ein großes Herz, auch für unbekannte Künstler. Und trotzdem haben wir natürlich auch Meisterwerke von den ganz Großen. Liebermann, Korinth, Levogt, alles sind hier gut vertreten. Menzel, eine große Werkauswahl in einer Breite und Fülle, wie man sie nur noch in ganz wenigen anderen Häusern in Europa zur deutschen Malerei findet.